Da, schon wieder eine falsche. Nein, halt. Was? Was? Achso, du bist das. Alter, ich muss hier nochmal. Das geht aber gar nicht. Warte mal ganz kurz. Pause. Achso. Ha. Ja gut, wenn ich jetzt hier Sachen umsortiere, dann klicke ich die dabei immer an, ne? Das heißt, einfach ein bisschen raufklicken geht nicht, ne? Ne? Und gedrückt halten. Ah, geht auch nicht. Wow. Ja, ich muss die mal nach der Aufnahme mal ein bisschen umsortieren, die Dinger. Gucken, wie sie, ob ich mal eine Aufnahme finde, wo die Fotoszene war, wie die vorher ansortiert waren. Was? Egal. Das ist die Katastrophe. Wo bin ich jetzt? Da. Direkt mal umbenennen hier. Weißt du was? Ah, kurz. Ich kann auch dich jetzt. Genau. Dich kann ich verschieben, weil du ja bereits ausgewählt bist. Dann kommst du nach okay. So. Ich hoffe mal, das ist ein bisschen besser. Und da machen wir mal. Let's go. Sehr gut. Warum auch immer er gerade kurz mein Ordner angezeigt hat. Ich habe keine Ahnung. Das sind wieder die unergründbaren Wege eines X-Composite-Fensters oder so. Wir sind gerade am. Stimmt ja, wir haben ja gerade Freifahrt. Wir verfolgen unsere Ziele. Lass uns loslegen. Wohin? Biege nach rechts ab. So, warum ist wirklich offen? Weg damit. Braucht keine Sau. Ach guck, ich hätte auch Pause machen können. Egal. Ist offiziell eh eine Bushaltestelle, von daher. So. Alter, wie wir einfach den Sprit aus dem Tank saugen. Ich meine, so schnell wie wir fahren, ja, da haben wir auch ordentlich Luftwiderstand. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Also ohne Auflieger darfst du wirklich nur auf gerader Strecke bremsen. In der Kurve hast du keine Chance. Wenn du jetzt in der Kurve bremsen würdest, du würdest halt komplett wegfliegen. Ne? Schöne Gegend hier. Aber hier fahren so viele schöne Oldtimer lang. Der ist ja voll geil. Langsam geht die Sonne auf. Sehr cool. Kann ich aber wieder unsere Lichter hier abschalten?
So, hier vorne ist der erste Punkt. So, jetzt bin ich ja hier. Aber wenn ich jetzt hier bin, kann ich dann mir jetzt von hier einen Auftrag aussuchen? Bin ich überhaupt? Warum werde ich hier nicht einmal angezeigt? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Warte kurz. Ja, nee, ich werde nicht mehr ange. Ich kann von hier aus auch nichts. Ich kann nur hier über das Menü reingehen. Ach, guck mal, jetzt werde ich angezeigt. Alle dumm? So, gut. Gucken wir mal. Das geht natürlich nach oben. Das geht noch mehr nach oben. Ach, Mann, oh. Das gibt's doch ja nicht. Jawohl, ja. Endlich mal eine Fracht nach. Oh, noch eine Fracht nach unten. Aber wir nehmen die, die ist lukrativer. Kuh, endlich. Alter. Okay, Ich dachte Waffen schon. los. Hat sich die Aktion ja direkt Kreisverkehr, gelohnt. erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. So, direkt mal speichern an der Stelle. Ja, damit wir das schon mal im Dieselbus da Immer haben. geradeaus. So. Rechts halten und Kacke dann Gegenverkehr rechts hier. abbiegen. Was ist los? Wow, Alter. Habt ihr gesehen, ne? Der ist nach rechts gezogen, noch bevor ich überhaupt nach rechts gelenkt habe. Nice. Das macht Laune. Wow, das war aber ja schon eng, ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich dachte, der wartet auf uns, weil er da so komisch gestanden hat die ganze Zeit. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Da. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Aber jetzt haben wir wieder normal, also wie zivilisierte Leute, ja. Und nicht wie ein Ronny, Auftrag annehmen. Fahrt vorsichtig. Ja, deine Mutter. So, let's go. Ey, ist doch der baugleiche Hof wie der, wo wir ganz am Anfang angefangen haben, oder? Sieht von der Architektur zumindest gleich aus. Ach so. Nicht cheaten hier, ne? Nicht so wie die ganzen Leute, die hier irgendwie immer so den Hänger ankuppeln. Das ist ja illegal. Das ist ja cheaten, ist das ja. Ha? Naja, das war nicht richtig mit dich. Nee, das war ein bisschen zu weit nach. Wow. Was? Das war gut hier langsam, ne? Ja. Gut, das ist aber schon relativ schwer. Ne, im echten. Guckt euch mal das Ding da an. Diese Einkerbung, die du hast, dieses, ne, das ist ja kein So, sondern ist ein Dreieck. Damit sich der Hänger halt ein bisschen einfädeln kann oder der LKW ein bisschen einfädeln kann. Aber das passiert hier gar nicht. Ist ja, da muss er ja wirklich perfekt treffen. Was denn da los? Hier doch. Auf geht's. Meine Güte. Alter Schwede, das war ja aber, also. Ist ja, weiß nicht. Toleranzbereich von 0. Let's go. Wo kommt denn der Zaun daher? Fuck my life. Das war ein teurer Unfall.
Kack Auffahrt hier. Nee, nee, nee. Du, das gibt's ja auch nicht. So. Straße frei, Straße frei. Let's go. Biege nach links ab. Tu ich ja. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Okay. Biege okay, nach rechts okay. Ab. Hey, ist ja gut jetzt, Mädel. Da ist frei, da ist auch frei. So, volle Fahrt voraus. Schön bei Sonnenaufgang. Immer geradeaus. Was machen die hier? So, nach links. Ja, tu ich doch. Hä? Hier gibt es ja keine Ampel. Was? Wie hoch? Ich bin gerade einfach auf die Kreuzung gefahren. Ja, moin. Kann ja mal passieren. Und dann rechts ab. Biege nach rechts ab. Züge! Wo ist Zug? Wo ist Zug? Wo ist ein Zug? Ich will Zug sehen. Da ist Zug. Keine Ahnung. Sieht man nicht. Well. Demnächst links abbiegen. So. Biege nach links ab. Fetten Zug. Da wäre ich ja direkt geil. Bei 50, was ist denn los? Die haben wohl Angst, dass man das Gras beim Wachsen verschreckt. Verstreckt. Ich habe gestrecktes Gras. Das hat gerade sogar mehr Sinn gemacht, als mir lieb war. Naja. Ja, da völlig bewölkt und da so aufgebrochen, das sieht schon echt geil aus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Was ist mit dem Blauen hier los? Bist du mal einig? Nimm diese Ausfahrt. Warum darf ich hier nur 50 fahren? Digga, was ist los mit euch? Willkommen auf der langsamsten Autobahn der gesamten Welt. Oh mein Gott. Da kannst du auf dem Pannenstreifen schneller fahren. Holla, die Waldfee. Dumpty dumpty day. Yay. Yay, yay. Lobtidup, lobtidei. Fahr. Sehr gut. Immer geradeaus.
Dachte schon, ich muss bremsen hier. Oh, da vorne wird schon wieder rot. Ah, Kacke. Immer geradeaus. So, endlich wieder 80 hier. So muss das sein. Überholte mich einfach. Was ist hier los? Oh, wir dürfen 90. Nice. Der beschleunigt aber ja schon schnell, ne? Obwohl, stimmt, der wäre mir auch irgendwie nur 9 Last. Nur 9 Last. Nur 9 Tonnen Last, ne? Also gar nicht so viel. Schade, nur noch 80. Ah ja. Diese Wesen. Das sind geile Häuser. Schnieke. Also schöne Häuser vielmehr. Geil würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber schön mindestens schön. Schön anzusehen. Hier auch wieder so schöne Häuser. Ach ja. Warum so langsam, meine Freunde? Das 50er Schild war nicht für euch gedacht, das waren für die Fußgänger gedacht. Oh, da vorne ist rot. Dafür ist ein Bahnübergang. Ja, lol. Immer geradeaus. Oh. Ausfahrt frei halten? Ach, wo? Kommt da noch ein Zug? Ah, kommt noch ein Zug. Ah. Werden die immer langsamer, wenn sie den Bahnsteig erreichen? Oder warum wird es immer so langsam, der Ton? Na komm, fahr. Gib Gas!
Da ich will rein. Ja, oh, gut. Da vorne der mit dem Traktor blockiert auch, ne? Oh. Ey, das gibt's ja mal gar nicht. Mach da einfach einen Bremstest vor mir, ey. Wow. Der weiße Wagen gerade. Hat sich ja voll gelohnt, ne? Überholen, um dann hier links abzubiegen. Was ein Opfer. Und gerade wollte mich auch einer überholen, ne? Hat aber nicht geschafft, der. Hat er nicht geschafft, der. Der Arsch, der. Straßenbandit. So. Dann ist, dann ist vor uns wieder frei. Und eine schöne große Wiese. Da würde ich gerne mal mit einem LKW einfach mal so rumrasen. Aber leider sind da überall diese Alpha-Walls da neben der Straße. Weil auf den Dingern mal so Kreise zu ziehen, wäre schon geil. Gerade hier rechts von uns, wo so relativ flach ist, ne, da kann man ja auch mit dem LKW ordentlich langfahren, ohne dass man da direkt stecken bleibt. Auf so einem Kornfeld vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber es gibt schon Strecken, da kannst du, also Felder, da kannst du vielleicht noch mit dem LKW Spaß haben. Traktor. Ein grüner Traktor. Noch heiß. Schon wieder so ein Mikroruckler. Das gibt's doch ja auch nicht. Wo fahren wir eigentlich hier lang? Wir fahren jetzt da unten auf diesen ganzen Landstraßen natürlich lang. Und da. Ach, so weit ist die Strecke ja gar nicht. Okay. Das geht ja eigentlich. Nice. Na gut, in der Folge werden wir es aber wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Wie viele Kilometer haben wir denn? 600 Kilometer. Nee, schaffen wir in der Folge wahrscheinlich nicht mehr. Naja, was soll's. Kann ich direkt einen zweiten Teller draus machen. Vor allem nicht, wenn irgendwann wieder so eine Stellen kommen, wo man immer nur 50 fahren darf oder 60. Da kommst du ja nicht aus dem Pushen. Ich meine, 80 geht da gerade so. Ja. Och, 70. Ah. War ja klar. Oh, 50. Ah ja klar. Holy moly. Womit habe ich das verdient? Und das ist nur wegen so einer komischen Herberge da. Ganz schön viel Parkplatz. Achso, nee, es sind zwei Häuser. Okay. Wolf wollte gerade sagen, ganz schön viel Parkplatz für ein so kleines Häuschen. Da passt ja gar nicht so viele Menschen rein, wie da parken könnten. So, volle Fahrt voraus. Naja, mit 80. Was? Och nö, schon wieder 70? Wow, blaue Rollen. Ist ja süß. Die machen einen auf blau. Und schon wieder Nadelwald. Warum gibt es so viele Nadelwälder? Ich meine, jetzt nicht im Spiel, sondern auch insgesamt, auch, also auch in Deutschland gibt es ja sehr viele Nadelwälder.
Wo ich mich so frage, so, warum? Gut, ich meine, wir sind zwar noch nicht in Deutschland. Wir sind erst hier oben irgendwo in, wo auch immer das hier ist. Deutschland beginnt ja erst da so. Da so. Ja, wo eigentlich? Wo sind wir überhaupt? Da ist das Wasser. Das heißt, Deutschland müsste da so beginnen und dann so hier so runtergehen. Genau, da ist Berlin und dann müsste Deutschland hier so, da ist so die Grenze. Ab hier, da ist Deutschland. Und da ist woanders. Ja. Die zwei großen Länder auf der Welt, einmal Deutschland und einmal woanders. Dabei ist woanders einfach nur das griechische Wort für kenne ich nicht. Links abbiegen. Überholverbot? Was? Wer würde bei einem 70 km/h schnellen Truck auch schon auf die Idee kommen, zu überholen? Oh, Betonmischer. So, da sehe ich gar nichts. Da ist frei. Let's go. Ein Heißluftballon. Er glob mich dritten Pferd. Ist einfach ein Heißluftballon. Lol. Oh, nicht schlecht. Schon echt nicht schlecht, sagt der Specht. Diese Vögel, die da oben immer rumfliegen, da oben diese Vögel, die da rumfliegen, die sehen immer so aus wie so UFOs oder sowas, weil die einfach so eine schwarze Vierecke sind. Da sieht immer ganz, ganz komisch aus mit den Viechern. Ich meine, wenn du mit der Kamera ganz nah ran gehst, dann siehst du, dass es Vögel Immer sein sollen. geradeaus. Aber so vom Weiten, wow, ein Güterzug mit 5 Waggons, ist ja echt effizient. Was? Genau, aber wenn du sehr nah ran, also wenn du vom Weiten guckst, meine ich doch. Sieht halt, guckt euch das doch an. Das sind doch keine Vögel. Das sind fliegende Untertassen. Oder Drohnen. Oder was auch immer das darstellen soll. Voll wie viele davon gerade. Das ist der Drohnenkrieg. Oh mein Gott, er hat begonnen. Rettet sich für Khan. Tja, schön chillige Gegend hier, ne? Okay. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier erstmal komplett anhalten. Ich meine, Sicherheitsabstand dahinter war jetzt gerade relativ gering. Eingehalten. Wurde überhaupt eingehalten. Aber, hey, wir sind nicht aufgefahren. Und das ist das Wichtige. Das sage ich auch immer der Polizei, wenn sie mich verhört. Was sind das da für riesige Kabeltrassenmäste. Heißen die ganz so? Keine Ahnung. Diese grün-roten Dinger da. Die sieht aus wie Ungetüme. Holy moly. Was machen wir hier an der Stelle auch mal direkt Pause, wenn wir gerade schon mal hier an der Tankstelle sind. Tanken? Nö, lohnt sich nicht. Let's go. Aber keine Ahnung, wann die nächste kommt. Wo kommt die nächste? Da unten erst. Ah, nee, ist schon ein bisschen zu weit. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt dahin brauchen. Von daher machen wir einfach hier oben direkt jetzt Pause. Und dann passt das schon. Wir haben ja schon fast. Ja, fast eine halbe Stunde. Wieso penne ich jetzt eigentlich gerade? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Scheiße. War in letzten Autospeicherung 56? Okay, komm, die nehmen wir mal ganz kurz. Ich wollte gerade gar nicht pennen gehen. Ich wollte mich einfach nur hinstellen. Eieieiei. Fertig. Ah, okay. Gut. Gar nicht so viel. Okay. Dachte gerade schon, Alter. Nee, pennen gehen wollte ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, was wir überhaupt haben. Wir haben 19 Stunden Restzeit.
Können wir uns gar nicht leisten. Obwohl, doch, könnten wir uns gerade so leisten. Weiß ich nicht, aber... Ich meine, gut, unser Bett da oben ist auch schon ganz schön blau. Vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt. Ah, nee. Ich stelle mich jetzt hier einfach erstmal nur hin und dann können wir mal nächste Folge gucken, ob und wenn ja, wie und wann, vor allen Dingen, ob Tree hier oder so. 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 Bam. Okay. Dann soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde erstmal bei mir die ganzen Szenen hier sortieren und dann schauen wir mal.